Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Projekt Ratchet Gladiator, wie man bestimmt schon sehen kann. Ein wirklich sehr geiles Spiel, ich liebe es so sehr, ich habe es schon tausende Male durchgezockt. Und ich würde sagen, fangen wir gleich mal an. Man kann das Spiel auch im Koop zocken und glaube ich auch online. Wir zocken natürlich Einzelspieler. Könnten wir eigentlich perfekt ein Let's Play Together machen, war eigentlich schon mal geplant, aber hat nicht so geklappt. Ja, wir machen einen Einzelspieler. Wir machen ein neues Spiel. Gucken, okay. Hier sieht man meine Speicherstände. Leer. Na, was zocken wir? Wir nehmen... Okay, ich bin einer der Besten. Nehmen Gladiator. Ja, also... So, vor einer Woche irgendwo im Schattensektor. Headshots! Woo! Hab dich. Ein dramatisches Finale in einer der spannendsten Dreadzone-Episoden, die ich je gesehen habe. Captain Starshield, der Spitzengladiator, wurde von Ace Heartlight eliminiert. Ace hat in dieser Saison schon rekordverdächtige 13 Kandidaten ausgeschaltet. ja. Wenn ich weiß, was Dreadzone ist so eine Art Kampfmeisterschaft. Nachricht vom Bürgermeister von Metropolis. Vom neuen Bürgermeister von Metropolis. Oh, du meinst... Ach so. Einen Moment. Seid gegrüßt, Bürgermeister. Ich... Mann, lange nicht gesehen. Ich sehe, Metropolis steht noch. Hallo, Captain. Du scheinst dich ja gut um ein altes Schiff zu kümmern. Also... Sie hat einige Upgrades gebraucht, aber jetzt ist sie wieder auf Kurs. Natürlich. Wie dem auch sei. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Du weißt ja, dass Captain Starshield vor über einem Monat verschwunden ist. Ich habe gerade erfahren, dass er getötet wurde. Oh mein Gott. Nein. Oh, wie ist das passiert? Anscheinend hatte er etwas mit einer Art illegalem Kampfsport zu tun. Das Phänomen heißt Dreadzone. Wir glauben, dass dieser Mann dafür verantwortlich ist. Gleeman Vox. Er leitet ein illegales Medienimperium im Schattensektor. Im Schattensektor? Eine gesetzlose Region am Rande der Galaxie. Auch andere Helden sind in letzter Zeit verschwunden und wir befürchten, dass ihnen dasselbe zugestoßen ist. Ratchet, ich wollte dich nur warnen, bevor... Unbekanntes Schiff im Anflug. Bist du der Lombax namens Ratchet? Ihr seid wohl nicht hier, um das rechte Triebwerk zu reparieren, oder? Ja. Ja, diese Roboter, oder was auch immer das war, haben uns jetzt entführt und bringen uns wohin, das seht ihr jetzt gleich. Das Spiel ist so geil! Dreadzone-Basis. Okay, während dieses Symbol auf dem Bildschirm erscheint, wird dein Spielfortschritt gespeichert. Okay, dann ist gut. Okay, perfekt. Vor 6 Stunden im Dreadzone Hauptquartier. Ja. Wir haben Nummer 209 gefangen, Mr. Watt. Moi süß! Moi! Ja, sieht so geil aus, Alter. Sollen wir sie terminieren? Gebt ihnen Halsbänder. Vielleicht könnt ihr sie ja zuerst etwas schuften lassen. Okay, gegenwärtig an einem unbestimmten Ort.
Hallo? Hallo da drin? Kannst du mich hören? Du warst lange bewusstlos. Wahrscheinlich bist du etwas verwirrt. Wie viele Finger siehst du? Oh, das ist wohl eine Rückkopplung im visuellen Matrix-Prozessor. Halt mal einen Moment still. Geht's besser? Gut, dann können wir jetzt deine Sprachfunktion aktivieren. Lass mich hier raus, du verdammtes Blaghirn! Ich krieg keine Luft und mein Hintern fühlt sich an, als hättest du mir sonst was hineingeschaut. wir haben Probleme mit der Sprachfunktion. Ich sehe mir das später nochmal an. Halt jetzt still. Mal sehen, was mit dem Teleportationsschaltkreis ist. Okay. Du trägst die Standardausrüstung für neue Kandidaten. Kandidaten? Wir erklären es dir später. Wenn du die Qualifikation nicht in der vorgegebenen Zeit schaffst, werden wir alle sterben. Okay. So. Wir müssen die Zielmatrix des Anzugs kalibrieren. Sie zum dem rechten zu deiner linken. Analogstick. Sie zum okay, wir können zu hier und zielen. Dann. Also hier. So. Gut. Ach so, muss feuere schießen. Jetzt auf das Holoziel über dir. Nach oben. Okay, so, down. Deine Bewegungsschaltkreise sollten jetzt richtig funktionieren. Versuche, diese Kante hochzukommen. So, springen kann man. Man kann natürlich schießen. Man kann auf Dreieck Waffe wechseln. Bam. Fett. Okay, wir nehmen die Doppelwiper. Ich übertrage eine digitale Minikarte der Ebene. Siehst du sie? Die Minikarte zeigt dir Feinde in deiner Nähe an. Ich sehe drei weitere Holo-Ziele in deiner Umgebung. Stirb, Mann. Okay. Das müssen wir kurz ändern. Optionen. Steuerungsoption. Oben, unten, umgekehrt, normal. Testen wir das mal aus. Gut gemacht, Ratchet. Es müsste hier einen Teleporter geben, der dich zur nächsten Etappe der Qualifikation bringt. Okay. Gehen wir mal zum nächsten Teleporter benutzen. Sei gegrüßt, Held. Willkommen zu Dreadzone. Ich versichere dir, dass es für dich keine Hoffnung mehr gibt. Niemand wird dich retten oder dich begnadigen und du wirst nicht entkommen. Du bist jetzt ein Kandidat in der größten Holovision-Show, die die Galaxie je gesehen hat. Ein berühmter Gladiator, der zur Unterhaltung 1 Milliarde begeisterter Zuschauer im Schattensektor und darüber hinaus kämpft. Vielleicht bist du morgen schon tot. Aber nur wer das Spiel geschickt und strategisch angeht, bekommt die Chance, seine Freiheit zurückzugewinnen. Also, viel Glück, Held. Wir werden dich beobachten. Boah, ist der cool, Mann. So, wir können noch einen Schlüssel schlagen hier. Wenn du Informationen kriegen kannst, ohne dass Vox davon erfährt, achte auf die geheimen Nachrichten ganz unten auf deinem Bildschirm. Ganz unten? Auf deinem Bildschirm siehst du den Erfahrungs- oh, du Pisser, komm her. Wenn du Feinde zerstörst, erhältst du Erfahrung. Bam, bam. Wenn der Balken voll ist, steigst du ein Boah, du Hure. Und der Nanotech wird verbessert. Stirb. Taste oder die Dreiecktaste gedrückt und benutze den Analogstick, um eine Waffe auszuwählen. Oh, verdammt, wo kommen die her? Was? Die treffen mich. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Verpisst euch, verpisst euch. Oh, ja, geil. Ich habe mich eigentlich geheilt. Erster Fail. Ja, im ersten Level schon. Ich sag euch, das fängt gut an. So, jetzt ist es besser. Also benutzen wir Doppelwiper. So, so, so. Stirb. Boah! Stirb, Mann. Sterben sollst du, du Hure. Oh, scheiße. Was geht ab? Alter, wie lange leben die denn? Sterben. Bam. So. Hui, down. Ich bitte um Beachtung des Schlosses, das sich um deinen Hals gelegt hat.
Dieses Schloss kannst du weder öffnen noch entfernen. Betrittst du ein Sperrgebiet, verabreicht dir das Schloss einen extrem schmerzhaften Stromstoß. Autsch. Sieh hin. Ich hasse diesen Job. Verhält sich ein Kandidat unkooperativ oder, schlimmer noch, langweilig, kann sein Schloss jederzeit auf Knopfdruck zur Explosion gebracht werden. Da hast du's. Headshot, Mann. Nur nicht den Kopf verlieren. Was? Glückwunsch, Ratchet. Boah, so ein du Pisser, hast die Qualifikation bestanden. Auf deiner Karte müsstest du einen Teleporter in deiner Nähe finden. Ja, wir treffen uns im Dreadzone-Sperrgebiet. Amu, please. Passt schon. Teleporter benutzen. So, fliegen wir hin. Mal gucken. Wieder zurück. Wow, das ist abgefahren. Ich wollte schon immer mal Profi-Gladiator sein. Diese Typen haben ein cooles Leben. Ruhm, Geld und jede Menge Mädels. Vergiss bitte nicht, dass wir von einer kriminellen Organisation gefangen gehalten werden. Das ist wirklich nicht der Zeitpunkt zum Träumen. Okay. So, wir sind hier. Willkommen in deinem Quartier, Held. Deine Luxus-Suite hat alles, was du als Dreadzone-Kandidat brauchst. Small, Mann. Okay, ich kann eine Waffe kaufen. Ein B6-Tilger. 15.000 Bolts kostet der, aber wir haben nicht so viel Geld. Müssen wir noch sparen? Schließlich wirst du den Rest deines Lebens hier verbringen. Ratchet, du solltest zu Al gehen. Ich habe seinen Standort auf der Karte markiert. Ich glaube, er will dir was zeigen. Dann gehen wir mal zu Al. Hey, Al. Alter. Hey, Ratchet, ich muss dir was zeigen. Deine neuen Kampfbots. Seid mal ein. Das hier ist grün. Hi, Sir. Hab sie von einem früheren Kandidaten, der keine Verwendung mehr dafür hat. Keine Sorge, Boss. Das wird besser als beim letzten Typ. Hoffentlich. Ich hab immer noch Albträume. Ah, Klappe halten, grün. Wenn du erstmal ein paar Kämpfe gewonnen hast, können wir sie aufrüsten. Alter, das Ding ist cool. Komm einfach vorbei, wenn du sie aufgemotzt haben willst. Aufmotzen, Mann. Kann man sie jetzt schon aufmotzen? Yeah. Mein tolles bringt ja eigentlich auch nicht so viel. Was haben wir? Lack, Waffen. Ne, tut. Ah. Gut, Hast du schon mal im Einsatz? Ich meine, hast du Kämpfe erlebt? Ja. Ja, bevor ich hierher kam. Es ist nicht... Dieser Roboter, das ist hey, zu geil, Mann. Coole Bude. Bude? Ich meine, was ist denn das hier alles? Ah, das hier ist die Einsatzzentrale. Jeder Kandidat hat einen Einsatztechniker, der seine Fortschritte überwacht. Ach, der Typ dachte wohl, er spart sich ein paar Bulls und lässt dich die Aufgabe erledigen. So, Frischfleisch. Genug geplaudert. Du kommst als nächster in die Killerkuppel, gleich nach dem Möbius-Mann. Und so wie der kämpft, hält er nicht mal lange durch. Möbius-Mann. Los jetzt. Ratchet, ich werde dir helfen, so gut ich kann. Danke, Clank. Diese Typen wissen wohl nicht, mit wem sie zu tun haben. Yeah, Mann. Das ist definitiv die Kampf-Zone. So, dass das Schiff... Lass einfach hingehen. Meine chilligen Bots. Achtung, Achtung! Begeben Sie sich sofort zum Killerkuppel-Shuttle.